Ja, wenn wir uns so den ersten Abend mal genauer angucken mit den Klaviertrios von Schostakowitsch, wen haben wir erstmal eingeladen? Das Sitkowetzki-Trio, ein relativ junges Klaviertrio, was aber schon nachhaltige Erfolge gefeiert hat. Also das wird ganz bestimmt musikalisch sehr, sehr gut. Der Name Sitkowetzki, denke ich, spricht auch für sich und die meisten von Ihnen werden mit ihm einiges anfangen können. Und dazu haben wir, es gibt das Klaviertrio Nummer 1 und Nummer 2. Das erste hat er geschrieben, als er 17 Jahre alt war. Schon da wechseln sich lyrische und wirklich groteske Szenen ab. Das ist aber noch ein, ja, schon deutlich auch ein Jugendwerk und auch schon vom Umfang her nicht so ganz, ganz groß. 20 Jahre später, ich glaube ziemlich genau 20 Jahre später, dann das große zweite Klaviertrio. Eines der großartigsten Stücke von Schostakowitsch und er hat ja verdammt vieles Großartiges geschrieben. Das werden vielleicht die meisten von Ihnen kennen mit diesen, ja, zum Teil ja auch schreienden Momenten neben lyrischem und ganz verhaltenem. Auch da kommt sehr viel von dem so zerrissenen Leben von Schostakowitsch zum Ausdruck. Und dann gibt es nach der Pause ein ganz besonderes Stück, nämlich die sieben Romanzen, die sogenannte Romanzen-Suite, Opus 127, nach Gedichten, nach Romanzen von Alexander Block. Und allein schon dieser sieben Romanzen wegen lohnt sich, glaube ich, das ganze Wochenende. Da haben wir gewinnen können die russische Sopranistin Katerina Tretjakova, die 1980 in Murmansk, also in Nordkarelien, zur Welt gekommen ist. Sie wissen, in der Nähe vom einzig eisfreien Hafen, der einst von der Sowjetunion. Und sie ist seit langer Zeit jetzt an der Hamburgischen Staatsoper und sorgt da für Furore. Wie wir hoffen und glauben, eine ziemlich ideale Besetzung für diese Musik. Ganz, ganz feine Musik, sehr schwer. Das Klaviertrio als solches kommt überhaupt, soweit ich weiß, nur bei der allerletzten Romanze in voller Besetzung zum Einsatz. Ansonsten sind es immer Einzelstimmen. Es geht los mit einem langen, verdammt schwer zu spielenden Cello-Solo und eine große Ruhe liegt über dem Ganzen. Das ist eines der wichtigsten Werke vom Spätwerk Schostakowitsch und er ist da schon reduziert an sich auf die aller wichtigsten Sachen. Das also gibt es am ersten Abend und wir haben vor, damit der Text auch allen noch klarer ist, den Text dann auch noch separat von einer Schauspielerin darbringen zu lassen. Und da gibt es auch noch ein bisschen was Näheres zu Alexander Block. Das also ab 20 Uhr am 17. April.